Vorgestern war das eine Utopie und ein Horrorszenario für Filme oder Romane. Gestern war es eine unfassbare Wirklichkeit und heute ist es schon fast wieder vergessen. Die öffentliche Aufmerksamkeit hat sich längst anderen Inhalten zugewendet. Trotzdem ist das Thema Covid-19 noch nicht erledigt. Nach einer akuten Covid-19-Infektion erleben viele Menschen anhaltende Symptome und Beschwerden, was wir als Post-Covid-Erkrankung zusammenfassen. Und diese Beschwerden sind oft auch sehr belastend. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Diese Erkrankung kann behandelt werden und in vielen Fällen bilden sich die Symptome und Beschwerden auch wieder zurück. Guten Abend, verehrte Gäste. Mein Name ist Markus Wirz. Ich leite das ZHW-Institut für Physiotherapie und begrüße Sie alle hier zu unserer Afterwork-Lecture. Das sind zum einen Sie hier im Saal, aber sind zum anderen über 250 Personen, die uns von zu Hause aus jetzt diese Afterwork-Lecture verfolgen. Also viele online. Ja, weshalb ist das Thema Covid-19-Erkrankung für die Physiotherapie überhaupt interessant und relevant? Als diese Infektionen zunahmen und die Pandemie ausbrach, war das Gesundheitssystem sehr stark gefordert, beinahe überfordert über diese neuen Fälle. Es fehlte an Erfahrung, man wusste nicht, wie man diese Patienten behandeln sollte und es mussten Behandlungskonzepte entwickelt werden. Die Physiotherapie war eine der Professionen und Disziplinen, die sich daran beteiligten. Sie haben die Behandlungskonzepte erstellt, basierend auf der aktuellen Literatur, die auch ständig dann wuchs, und auch basierend auf dem kollegialen Austausch mit anderen Gruppen. Und das ist deshalb für uns als Hochschule erfreulich, weil genau diese Fertigkeiten und Kompetenzen möchten wir unseren Studierenden mitgeben, damit sie in der Lage sind, evidenzbasierte Interventionen zu entwickeln, aber auch zu evaluieren. Unsere beiden Referenten heute sind zum einen Katja Rüegg. Sie ist Physiotherapeutin, sie hat einen Master in muskuloskeletaler Physiotherapie und sie arbeitet am Stadtspital Zürich am Standort Triemli und sie ist dort Fachverantwortliche für muskuloskeletale Physiotherapie. Sie wird uns wahrscheinlich dann noch erzählen, wie man als Fachverantwortliche für muskuloskeletale Physiotherapie bei einer Expertin für Covid-Erkrankung wird. Sie ist zudem auch Tutorin bei uns im Bachelorstudiengang Physiotherapie. Dann zum anderen begrüße ich Matthias Knoos. Er ist auch Physiotherapeut. Er hat einen MSc, also zwei Master, einen MSc und einen Master Advanced Studies, auch in muskuloskeletaler Physiotherapie. Er arbeitet auch als Fachexperte muskuloskeletal und Rheuma am Unispital Zürich, am USZ. Aber seit 2021 leitet er auch die ambulante Long-Covid-Rehabilitation im Bereich Physiotherapie am USZ. Beide vertreten hier das Netzwerk Physio for Physio, das eben diese Erkenntnis und diese Behandlungskonzepte vielen Kolleginnen und Kollegen auch über einen YouTube-Kanal zur Verfügung stellt und auch noch über weitere Medien, wie zum Beispiel auch diese AWOL heute. Nach der Präsentation der beiden haben wir einen Diskussionsteil eingeplant. Teilnehmende aus dem Saal können ihre Fragen direkt stellen. Warten Sie aber, bis Sie das Mikrofon erhalten, weil sonst hören die zu Hause ihre Fragen nicht. Und die Teilnehmenden von zu Hause können ihre Fragen im Chat stellen. Wir sind heute sehr viele und können vermutlich nicht auf alle Fragen eingehen. Deshalb möchte ich schon mal vorausschicken, dass es günstig ist, wenn Sie Ihre Fragen so stellen, dass sie von allgemeinem Interesse sind. Und nun übergebe ich für die Afterwork-Lecture das Wort an Katja und an Matthias. Ja, grüezi miteinander, auch von uns.
Matthias und ich und eben, wie gesagt, unsere beiden Kollegen Anne Juanas und Joachim Schmid von Physio for Physio, wir beschäftigen uns schon seit fast 3 Jahren oder länger, ja nein, 3 Jahre etwa, mit dem Thema Long-Covid. Und wir haben uns mit wirklich viel Freude und Energie in dieses Thema versucht einzuarbeiten. Und deshalb freut es uns sehr, dass auch Sie alle ein Interesse daran haben, in diesem Thema und jetzt hier vor Ort sind oder eben zu Hause online. Im Gegensatz zu vor 3 Jahren, wo wirklich noch eigentlich nichts bekannt war, wie ein physiotherapeutisches Management aussehen könnte, könnten wir heute locker stundenlang über die einzelnen Therapiebausteine reden. Diese Zeit haben wir leider nicht in dieser einen Stunde und deshalb haben wir uns entschieden, für einfach einen Einblick zu geben von gewissen Themen. Wir werden zuerst einen kurzen Überblick machen, um was geht's überhaupt bei Long-Covid. Dann das Thema Clinical Reasoning, das Symptom Dyspne und Atemtherapie bei Long-Covid, Post-Exertional Malaise und Pacing möchten wir gerne ansprechen. Gut. Also, jetzt eben, Long-Covid gehört eigentlich in die Gruppe der postakuten Infektionskrankheiten. Postakute Infektionskrankheiten sind weder neu noch sind sie selten. Meistens werden sie durch Viren ausgelöst. Herpesviren sind sehr bekannt, zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus ist ein bekanntes, aber auch Dengue- oder Influenzaviren können solche postviralen Syndrome auslösen. Da aber nicht nur Viren zu so einem postakuten Infektionssyndrom führen können, sondern auch andere Pathogene wie Bakterien oder Pilze, ist postakutes Infektionssyndrom eigentlich passender als postviral. Es gibt Überlappungen von Symptomen, Pathomechanismen, Diagnostik und Therapie von Long-Covid und anderen solchen postakuten Infektionssyndromen. Im Zusammenhang mit Long-Covid hört man auch oft den Begriff myalgische Enzephalomyelitis oder chronisches Fatigue-Syndrom. MECFS ist eine schwere, chronische, neuroimmunologische Verlaufsform eines postakuten Infektionssyndroms. Ich zitiere da aus einem Artikel von Renz Polster und Scheibenbogen. Bei MECFS handelt es sich um eine zumeist infektinduzierte, in der Regel lebenslang persistierende neuroimmunologische Erkrankung mit mindestens 6 Monate anhaltender Fatigue und den definierenden Kernmerkmalen der Belastungsintoleranz und belastungsinduzierten Symptomverschlechterung. Laut epidemiologischen Daten aus den Vereinigten Staaten von vor der Pandemie dürften etwa 0,4% der Bevölkerung von MECFS betroffen sein. Das macht MECFS etwa ähnlich häufig wie die Multiple Sklerose. MECFS wird meist mit Hilfe der sogenannten kanadischen Konsenskriterien diagnostiziert. Eine kleine Zusammenfassung sehen Sie hier. Ein Teil der Long-Covid-Fälle verläuft nun klinisch als MECFS. Das heißt, dass diese Menschen so schwer betroffen sind, dass ihr Long-Covid die Kriterien für MECFS erfüllt. Viel Wissen und Erfahrung aus dem Bereich MECFS hat geholfen, zu Beginn erste Therapieansätze für Long-Covid zu entwickeln bzw. abzuleiten, wie zum Beispiel das Pacing. Und ich denke, auch jetzt ergänzt sich Forschung und Therapie die beiden Gruppen gegenseitig sehr, was ein Gewinn ist für beide Gruppen von Betroffenen. Nun aber zum Long-Covid selber. Die WHO hat im Oktober 2021 eine vorläufige klinische Falldefinition erarbeitet, welche mangels einer besseren Definition bis heute benutzt wird. Die akute Covid-Infektion muss mindestens 3 Monate zurückliegen. Die Symptome müssen mindestens seit 2 Monaten bestehen und sind nicht durch eine andere Diagnose zu erklären. Und meistens beeinflussen die Symptome das Alltagsleben negativ. Verwirrung besteht manchmal noch in den Begrifflichkeiten Long-Covid und Post-Covid.
Ich glaube, es ist klar, von einem akuten Covid spricht man in den ersten 4 Wochen. Von 4 bis 12 Wochen kann man von einem subakuten oder anhaltenden Covid sprechen oder aber eben auch von Long-Covid. Also Long-Covid geht von Woche 4 bis unendlich. Und ab von Post-Covid, wie wir in der Definition der WHO gesehen haben, gilt ab der 12. Woche. Umgangssprachlich hat sich in der Schweiz aber der Begriff Long-Covid durchgesetzt und wird synonym mit Post-Covid verwendet. Jetzt ganz wichtig ist es, dass wir unterscheiden, von was wir genau reden. Wenn wir von Long-Covid oder Post-Covid sprechen, dann sprechen wir von dieser Gruppe hier, Menschen, welche eine milde, akute SARS-CoV-2-Infektion hatten. Das sind meistens Leute oder fast ausschließlich Personen, die zu Hause krank gewesen sind. Die sagen, berichten oft, dass sie schon wirklich richtig krank waren für 2 Wochen, wie im Sinne einer starken Grippe. Aber sie mussten nicht ins Spital und sie mussten schon gar nicht auf die Intensivstation zur Behandlung. Patienten und Patienten nach einer schweren akuten Covid-Infektion leiden auch noch sehr, sehr lange an den verschiedensten Symptomen. Diese lassen sich aber einerseits auf die Folgen der schweren akuten Infektion zurückführen und erklären und andererseits auf die medizinischen Therapien, die notwendig waren, um das Virus zu bekämpfen. Damit meint man meist so das Post... Das Post-Intensive-Care-Syndrom oder eben Personen, die ein ARDS entwickelt haben aufgrund der akuten Infektion, Folgeschäden an Organen und so weiter. Es ist auch bekannt, dass das Coronavirus bestimmte Krankheiten auslösen kann, wie zum Beispiel eine Myokarditis oder einen neuen Diabetes mellitus und so weiter. Diese Krankheiten kennen wir aber und wissen auch, wie wir sie behandeln können. Es ist, wie Sie sehen, deshalb ganz wichtig, oder man muss so sagen, in der Klinik und in der Therapie unterscheiden sich diese 3 Gruppen sehr. Sie sind sehr verschieden. Und es ist für uns, gerade auch in der Physiotherapie, wichtig, dass wir wissen, wer in welche Gruppe gehört, wenn wir einen Menschen vor uns haben. Weil es für die Therapie relevant ist, wo zum Beispiel in der orangen oder auch in dieser rostroten Gruppe ein sorgfältiges und adäquat dosiertes Graded Exercise Training sinnvoll ist, ist das bei Long Covid mit Belastungsintoleranz und PEM absolut kontraindiziert. Also es hat Konsequenzen für die Nachbehandlung. Das ist eine große Studie aus England und da wird beschrieben, also es geht darum, wie häufig ist nun Long-Covid, oder? Sie berichten, dass etwa 5,2% von der Studienpopulation nach einem Jahr noch Symptome hat. Das deckt sich eigentlich mit den meisten Untersuchungen, wo so zwischen 4-6% berichten. Auch interessant ist, dass 69% der Personen, welche nach 3 Monaten noch Symptome haben, dies auch noch nach einem Jahr haben. Also die Erholungsrate liegt nur bei 31%. Als wichtigster Risikofaktor sehen die Autoren die dominante Virusvariante bei der Infektion. So scheint die Wahrscheinlichkeit, ein Long-Covid zu entwickeln, unter der ursprünglichen Wildtyp-Variante 88% größer zu sein als bei einer Omikron-Infektion. Man vermutet, dass das auf die verbesserte Immunität zurückgeht durch Impfungen und schon durchgemachte Ansteckungen in dieser Zeit. Weiter ist noch, das wissen wir schon lange, weibliches Geschlecht, vorbestehende Komorbiditäten und je schwerer und je mehr Symptome man in der Akutphase hatte, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, ein Long-Covid zu entwickeln. Das ist eine Studie aus dem Kanton Zürich, deshalb möchte ich sie euch nicht vorenthalten. Auch hier bestätigt sich, dass der Wildtyp zu vielen und schweren Long-Covid geführt hat, mit 17%, welche sich nach 2 Jahren noch nicht erholt haben.
Interessant finde ich vor allem jetzt hier diese Zahl. Sie haben da angeschaut, wie schwer dass die Personen betroffen sind. 10,4 mild, 3,6 moderat und 1,9 schwer. Oder fühlen sich schwer eingeschränkt in ihrer Gesundheit. Es ist zum Glück so, dass die meisten, 68%, eine stetige Verbesserung verspüren. Aber es gibt auch 5%, die eine Verschlechterung über die Zeit erfahren. Das ist auch noch aus dieser Zürcher Studie. Und da sieht man einfach, dass die häufigsten Symptome, und auch das deckt sich eigentlich mit jeder Untersuchung, zu jedem Zeitpunkt, also 6, 12, 18 und 24 Monate, die Fatigue ist, die Post-Exertional Malaise, Dyspnoe und verminderte Konzentration und Gedächtnisfähigkeit. Der veränderte Geruchs- und Geschmackssinn ist vor allem in der Windtyp-Variante ein Problem. Jetzt die Frage ist immer, was liegen da für Pathomechanismen vor? Und eigentlich, so wie ich das beurteilen kann als Physiotherapeutin, ist seit Beginn, spricht man immer von den genau gleichen Pathomechanismen. Manchmal eine Kategorie mehr, manchmal eine weniger. Und so wie ich das verfolgen kann, gibt es auch immer mehr Hinweise und Bestätigungen für die einzelnen Hypothesen. Und das bedeutet nun, oder man ist sich eigentlich unterdessen sicher, dass es nicht ein einzelner Pathomechanismus gibt, der verantwortlich gemacht werden kann, sondern dass in unterschiedlichen Personen unterschiedliche Mechanismen in unterschiedlichen Kombinationen aktiv sind. Für unser physiotherapeutisches Management hat das aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Konsequenzen. Was man im Normalfall lesen kann, sind so diese Viruspersistenz des Coronavirus, Reaktivierung von anderen Viren, wie zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus, Dysfunktionen des Autoimmunsystems, des Immunsystems, des Mikrobioms, des vegetativen Nervensystems. Man hat Störungen im vaskulären System und in den Mitochondrien. Also Sie sehen, es ist sehr, sehr eine bunte Palette, was das Coronavirus alles anrichten kann und die Folgen davon. Den Interessierten empfehle ich sehr, diese beiden Papers zu lesen, wo das schön erklärt wird. Gestern ist, glaube ich, in Nature auch ein neues, ich habe den Namen vergessen, das auch sehr, sehr, sehr lohnenswert ist. Das haben wir jetzt noch nicht aufgenommen. Gut. Dann kommt Matthias. Dann kommen wir zum zweiten Punkt auf der Agenda, dem Clinical Reasoning. Eine Herzensangelegenheit. Man muss immer schauen, Physiotherapie, wir schaffen nicht das einzelne Disziplin, sondern wir schaffen häufig im Verbund mit anderen Professionen zusammen, mit dem ärztlichen Dienst, mit der Ergotherapie. Bei uns hat sich etabliert, dass spezialisierte Physiotherapeuten aus verschiedenen Fachgebieten zusammenarbeiten. So sehen die Patienten stets Physiotherapeutinnen aus mehreren Fächern. Bevor man mit der Physiotherapie beginnt, muss man evaluieren, welche Form der Therapie für die Patienten und Patientinnen geeignet ist. Ziel ist es, eine sichere Physiotherapie für alle zu ermöglichen und den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Im Juni 2021 wurde hierzu ein Informationspapier von World Physiotherapy veröffentlicht. Das Behandlungsmanagement müssen vier Kernpunkte beachtet werden. Kardiale Symptomatik. Beim Erstgespräch soll auf Hinweise einer kardialen Symptomatik geachtet werden. Die Sauerstoffentsättigung bei Anstrengung. Hier gilt es ebenfalls auf Hinweise aus der Anamnese zu achten und mit einem Pulsoximeter zu beobachten, ob eine Sauerstoffentsättigung bei Anstrengung die belastungsabhängige Symptomverschlechterung. Das Prüfen, ob eine belastungsabhängige Symptomverschlechterung vorliegt, ist für die Behandlungsplanung entscheidend. Das Konzept der belastungsabhängigen Symptomverschlechterung ist vielen Betroffenen unbekannt und wird daher nicht spontan erwähnt. Im Clinical Reasoning muss damit gezielt danach gefragt werden. Auf die belastungsabhängige Symptomverschlechterung und
und das physiotherapeutische Management gehen wir im späteren Verlauf noch vertieft ein. Das posturale Tachykardiesyndrom wird häufig mit POTS abgekürzt. Beim posturalen Tachykardiesyndrom kommt es innerhalb von 10 Minuten nach Aufrichtung in den Stand zu einem anhaltenden Pulsanstieg oder zu einer anhaltend hohen Pulsfrequenz. Im Klinikalltag müssen diese Kernpunkte für eine sichere Rehabilitation bei Long-Covid mit einbezogen werden. Wir verwenden standardmäßig Fragebögen. Die Fragebögen unterstützen die Therapierenden in der Wahl der Therapiemaßnahmen und können einen Therapieverlauf aufzeigen. Die meisten Fragebögen sind in Deutsch und in englischer Sprache verfügbar. Die Fatigue Severity Scale ermöglicht eine Einschätzung der Fatigue und eignet sich als Verlaufsparameter. Auf die Fatigue gehen wir ebenfalls später noch vertieft ein. Der DuPose Symptom Questionnaire unterstützt uns beim Detektieren einer belastungsabhängigen Symptomverschlechterung. Im Englischen wird die belastungsabhängige Symptomverschlechterung mit PEM abgekürzt. Das steht für Post-Exertional Malaise. Der Marmot-Pötz Symptom Score hilft, eine POTS-Symptomatik aufzuzeichnen. Der NIMWEGEN-Fragebogen verwenden wir zur Einschätzung, ob ein Hyperventilationssyndrom vorliegt. Der SF36-Fragebogen gibt uns Hinweise auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Wir haben alle Fragebögen in ein Kuvert gepackt und geben das immer so ab. Die Fragebögen können somit selbstständig zu Hause im eigenen Tempo ausgefüllt werden. Die Fragebögen helfen uns, das Gesamtbild der Betroffenen besser zu erfassen. Zudem dienen sie auch als Kommunikationsmittel mit Betroffenen und anderen Professionen. Die Fragebögen sind kurz und mit Übung schnell ausgewertet. Im Klinikalltag kann es aber trotzdem sein, dass man keine Fragebögen zur Verfügung hat oder die Interpretation eines Fragebogenresultats nicht ganz eindeutig ist. In diesem Fall lohnt es sich, nachzufragen. Im DuPose Symptoms Questionnaire insbesondere, falls die Frage 10 mit Ja beantwortet wurde. Diese weist explizit darauf hin, dass der Fragebogen möglicherweise kein eindeutiges Resultat aufzeigen kann. Davenport hat im Jahre 2022 hierzu 4 Fragen für den Klinikalltag vorgeschlagen, um eine belastungsabhängige Symptomverschlechterung nicht zu verpassen. Erfordert es mehr als einen Tag, um sich nach einer Aktivität wieder auf das gewohnte Level zu erholen? Fühlen Sie sich krank, schwach? Haben Sie eine schlechte Schlafqualität oder Schmerzen bei der Erholung von einer Aktivität? Fühlen Sie sich nach einer Aktivität eingeschränkt in der Fähigkeit, Ihren gewohnten Alltagsaktivitäten durchzuführen? Und beeinflussen Übungen oder Aktivitäten Ihre Stimmung positiv? Die Beschwerden sind vielfältig. In der Anamnese fragen wir auch noch nach den 3 Hauptbeschwerden des Patienten oder der Patientin und notieren diese mit der Angabe der empfundenen Einschränkung anhand einer 10-stufigen NRS-Skala. Zudem erfragen wir den Gesundheitszustand vor dem Beschwerdebeginn und aktuell. Das notieren wir in Prozent. Dies eignet sich auch gut als Ausgangslage für die Zielvereinbarung. Liegt keine PEM-Symptomatik vor, kann man funktionelle Tests durchführen. Der einminütige Sit-to-Stand-Test gibt Hinweise auf die Muskelkraft und Ausdauer der unteren Extremität. Der 6-Minuten-Gehtest misst die in 6 Minuten gelaufene Strecke und ist ein submaximaler Ausdauertest. Kann man sich fragen, wieso es so wichtig ist, dass man so differenziert im Clinical Reasoning vorgeht. Das liegt darin begründet, dass Long-Covid mehrere Subgruppen mit unterschiedlichen Therapiebedürfnissen umfasst.
Green Hulk hat Ende 2022 hierzu 13 Symptomcluster beschrieben. Für uns in der Physiotherapie ist es wichtig, diese zu erkennen und geeignete Therapiemaßnahmen herzuleiten. Im Praxisalltag begegnen wir häufig drei Symptomclustern. Wir begegnen häufig dem Dysfunctional Breathing, der Post-Exertional Malaise in Kombination mit Fatigue und gut, wir kommen zum Symptom Dyspne und der Atemtherapie, eines meiner Lieblingsthemen. Ich hoffe, ich kann mich ein bisschen ausbremsen. Also, wie gesehen, ist die Dyspne ein häufiges Symptom oder eines der häufigsten Symptome bei Long-Covid. Organschäden an Lunge, Herz und den Blutgefäßen können Dyspne und Husten in Patientinnen und Patienten nach schwerer akuter Infektion relativ gut erklären. Nach einer milden Covid-19-Infektion sind aber meist Lungenfunktionstests, Thoraxbildgebung und Blutgase im Normalbereich. Das heißt, dass die Pathomechanismen von anhaltender Dyspnoe nach schwerem und nach mildem Verlauf verschieden sind und bei Long-Covid noch sehr schlecht verstanden werden. Ein möglicher Mechanismus dafür könnte das sogenannte Dysfunctional Breathing oder auch Breathing Pattern Disorders genannt sein. Eine Schwierigkeit vom dysfunktionalen Atmen ist aber, dass kein Konsens besteht bezüglich Namensgebung, Definition, Klassifikation oder Diagnose, also über nichts. Der Begriff dysfunktionale Atmung beschreibt einfach chronische Veränderungen des Atemmusters, welche zu Dyspnoe und häufig auch nicht-respiratorischen Symptomen führen. Und diese Symptome können in Abwesenheit oder zusätzlich zu einer Lungenerkrankung auftreten. Man vermutet, dass etwa ein Drittel der Long-Covid-Betroffenen mit unerklärbarer Dyspnoe ein dysfunktionelles Atmen aufweisen. Das ist aus einer Studie von Kollegen aus Genf, und sie haben Long-Covid-Patienten mit einer Belastungsspiroergometrie untersucht und sich auf die Suche gemacht nach diesen unterschiedlichen dysfunktionalen Atemmustern. Und ich möchte euch drei Beispiele zeigen, damit wir uns überhaupt vorstellen können, von was wir hier sprechen. Die drei häufigsten Muster, die sie finden konnten, ist einerseits das tiefe Seufzen. Und ihr seht, dass dieser Patient eigentlich ein normales physiologisches Atemmuster hat und dann immer wieder diese riesigen Spikes an Seufzer von bis zu 5 Liter macht. Der zweite Patient ist noch, das ist noch ein Bild aus dem Ruhezustand, also vor dem Belastungstest selber. Und wir sehen, dass das Tidal-Volumen, also das Atemzugsvolumen, sehr unregelmäßig ist. Das ist eigentlich, wie es scheint, das häufigste dysfunktionale Atemmuster bei Long-Covid. Es wird in der Literatur auch von anarchisch oder chaotisch oder irregulär oder unkoordiniertem Muster gesprochen. Und das dritte, das Hyperventilationssyndrom, ist meistens das bekannteste, aber im Long-Covid häufig nicht das, oft nicht das häufigste. Und wir sehen hier, dass das Atemäquivalent für CO2 zu Beginn noch normal ist und dann aber sehr schnell über das metabolisch Notwendige hinaus sich steigert. Meines Wissens ist eine Schwierigkeit, dass diese Muster in einer normalen Belastungsspiroergometrie nicht unbedingt immer gesehen werden, sondern die muss man zum Teil ein bisschen speziell suchen. Ich weiß, dass zum Beispiel Professor James Hull in Oxford mit seiner Gruppe, die versuchen so Programme für diese Geräte zu schreiben, um zum Beispiel das Chaos, wie wir es haben hier im Erratic Briefing, zu quantifizieren. Jetzt gibt es ein sehr elegantes Paper von Wirth und Scheibenbogen, in welchem sie darüber diskutieren, wie die Dyspnoe in Long-Covid zustande kommen könnte und warum es sich lohnt, dieses therapeutisch anzugehen.
Wir haben einerseits eine, das ist bekannt durch Long-Covid, eine sehr schlechte Durchblutungssituation in der Skelettmuskulatur. Weil wir so zu wenig Sauerstoff haben, ist die Energiebereitstellung immer anaerob oder sehr oft anaerob. Das heißt, es fällt sehr viel Laktat an und es ist metabolisch sicher sehr viel belastender. Und auf der anderen Seite vermutet man eben auch, dass es Mitochondrienstörungen gibt bei Long-Covid und die sind auch an der Energiebereitstellung beteiligt. Und beides zusammen führt zu dieser sehr ungünstigen oder schlechten metabolischen Situation im Muskel. Vom Muskel gehen dann über Nervenfaserafferenzen hoch in den Hirnstamm, in unser Atemzentrum und rufen dort eigentlich, wir haben zu wenig Sauerstoff, wir brauchen mehr Sauerstoff, damit wir Energie bereitstellen können in der Muskulatur. Und das Atemzentrum fängt an, mehr zu atmen, weil es möchte mehr Sauerstoff liefern. Dass das bei Long-Covid nichts nützt, wissen wir, weil der Sauerstoff kommt nicht in der Muskelzelle an. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass diese autonome Dysfunktion oft ein Thema ist. Also auch das ist etwas, was wir häufig sehen, das kann in das POTS hineingehen. Es gibt aber auch noch andere Formen. Dass es wie ein bisschen eine überschießende Reaktion gibt vom vegetativen Nervensystem, das auch auf das Atemzentrum wirft, auch die Atmung erhöht, den Blutdruck erhöht, die Herzfrequenz erhöht. Und beides zusammen führt zu diesem erhöhten Atemdrive. Und Wirt und Scheibenbogen sagen jetzt, dass sie durch diese Hyperventilation, die dadurch entsteht, wo einerseits wahrscheinlich ein bisschen adaptiv ist, oder auf diese schlechte metabolische Situation, andererseits aber auch maladaptiv, weil es die ganze Situation noch mehr verschlechtert und wir, das geht jetzt sehr ins Komplizierte, diese Calcium und Kalium und Natrium in den Zellen noch mehr aus der Balance herausbringen und es so ein Teufelskreis entsteht. Und sie deshalb sagen, es lohnt sich mit Atemtherapie versuchen, dieser Hyperventilation etwas entgegenzuwirken. Gut. Jetzt, wir haben gesehen, als eines Thema ist, dass die Stabilität der Atmung bei Long-Covid gestört sein kann und andererseits diese Tendenz zu Hyperventilation bestehen kann. In den Schulen, wo sich mit dysfunktionaler Atmung befassen, wie zum Beispiel dem Buteyko-Konzept, teilt man die Atmung oft in drei Bereiche ein, der Biochemie, Psychophysiologie und Biomechanik. In der Biochemie versucht man vor allem der Hyperventilation entgegenzuwirken und die Sensitivität auf CO2 ein bisschen zu reduzieren. Die entsprechenden Atemübungen sind dann oft mit so gewolltem Lufthunger, dass man versucht immer so ein Drittel weniger zu atmen, um sich eben diese Toleranz für CO2 ein bisschen anzugewöhnen. In der Psychophysiologiegruppe geht es darum, dass wir Einfluss nehmen wollen über die Atmung auf das vegetative Nervensystem. Da geht es darum, eine Regelmäßigkeit wieder hinzubekommen, also das ist ein Kadenztraining, oder dann aber auch eben die Atemfrequenz zu senken, um vor allem eben die Herzratenvariabilität auch zu beeinflussen. Und in der Biomechanik geht es schlussendlich um eine einfach gute Aktivierung der Atemmuskulatur. Jetzt, wir machen eben, wie gesagt, die Atemtherapie eigentlich nicht nur bei Personen mit Dyspnoe, sondern eigentlich mit nahezu allen. Und zwar, weil wir eben auf das vegetative Nervensystem Einfluss nehmen möchten. Menschen, welche Yoga machen und sich mit Pranayama auskennen, ist das nichts Neues. Für diejenigen, welche damit noch nicht so vertraut sind, möchte ich eine kurze Übersicht geben. Alle Atemtechniken, welche die Inspiration in Intensität oder Dauer betonen, aktivieren den Sympathikus eher. Das sind so Hyperventilationstechniken, wie man es vielleicht von Wim Hof Breathing kennt oder eben Leute, die Yoga machen, das ist so das Kapalabhati, also wo man eigentlich fast bewusst ein Hyperventilieren macht. Ich mache das bei Long-Covid eigentlich nie. Diese Techniken können sehr aktivierend und auch anstrengend sein und bei jemandem, der sowieso die Tendenz hat zur Hyperventilation, denke ich, ist das nicht sinnvoll, das noch mehr zu fördern. Meiner Meinung nach soll das auch nur unter erfahrener und seriöser Anleitung praktiziert werden. Die Gefahr, eine Panikattacke auszulösen oder eine Symptomverschlechterung herbeizuführen, ist wirklich real.
Auf der Gegenseite, nein, 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 auf der Gegenseite haben wir die Gruppe mit den entspannenden Atemübungen, wo den Parasympathikus aktivieren. Und da betonen wir die Ausatmung. Typische Beispiele sind da das 4-6, 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Oder wer den Huberman Lab Podcast hört, das Physiological Sighing, was man gut als Sofortmaßnahme brauchen kann, um wieder ein bisschen Entspannung hinzubekommen. Aber auch hier, wenn jemand zur Hyperventilation neigt oder dieses funktionale Atemmuster hat von dem Periodic Deep Sighing, dann macht es wahrscheinlich auch hier, ist das nicht mit Technik der Wahl, oder wenn wir erneut das Seufzen üben. Genau. Und mit der Atemübung in der Mitte wollen wir so diesen Zustand alert but calm, also aufmerksam, aber ruhig herbeiführen, so einen ausbalancierten Zustand. Das sind alles Atemübungen, wo die Ein- und Ausatmung gleich lang ist. Das kann das kohärente Atmen sein, wo man weiß, dass zum Beispiel 5,5 Sekunden ein, 5,5 Sekunden aus, plus minus eine Sekunde am besten ist, um die Herzratenvariabilität zu fördern. Oder das Box Breathing, das wir von den Navy Seals kennen. Oder auch das Nadi Shodhana aus dem Yoga, wo man linkes und rechtes Nasenloch im Wechsel atmet. Genau, dass ihr einfach ein bisschen einen Eindruck habt, um was es da geht. Jetzt gibt es am Mount Sinai Hospital, haben sie unter David Putrino und seiner Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Stasis Atemprogramm ein spezielles Programm entwickelt für Long-Covid-Patienten und POTS-Patienten. Das dauert insgesamt 24 Wochen. Und ich finde, es ist sehr tragbar. Ein Monatszugang kostet $5. Das ist sowohl für Therapeuten wie auch für die meisten Patienten und Patientinnen, denke ich, ja, tragbar. Der Vorteil ist einfach, dass wir ein sehr strukturiertes Programm haben. Und gerade wenn jemand sich noch nicht so mit Atemtherapie und Long-Covid auskennt, ist das ein guter Einstieg, so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Sie sehen hier, man bekommt immer so ein Wochenprogramm, wo genau beschrieben ist, was man dann wann machen soll. Und ich möchte euch das hier zeigen. Es hat auch so eine Web-App, wo man dann die einzelne oder entsprechende Atemübung einstellen kann, die ich üben möchte. Man kann auch über die Sekundenregulierung die Übung vereinfachen oder erschweren und muss dann einfach mit diesen Kreisen atmen. Die einen Leute mögen das sehr, und die anderen, ja, üben nicht gerne mit einer App. Das ist sehr Geschmackssache. Genau. Gut. Jetzt zum Schluss, was wir Ihnen vorenthalten, ist noch das Autonomic Conditioning und die Therapie für das POTS. Wir haben Ihnen hier einfach so ein paar Literaturangaben. Also ich glaube, wenn Sie sich da ein bisschen einlesen wollen, dann genau, reicht das. Oh nein, wir haben. Gut, Entschuldigung. Also, dann kann ich doch noch zwei, drei Worte mehr dazu sagen in dem Fall. Und zwar das Autonomic Conditioning Programm ist auch ein Programm, das am Mount Sinai Hospital entwickelt wurde. Und Sie machen im Normalfall so, dass Sie zuerst mit diesem Stasis-Atemprogramm beginnen, für mindestens 4 Wochen, Edukationen bereitstellen, so in Trigger- und Verhaltensmanagement, Pacing-Strategien und so, das so weit führen, bis Sie eine gewisse, oder bis jemand eine gewisse Symptomstabilität hat. Und dann beginnen Sie mit einem langsamen Aufbau von Körperübungen. Und es geht da, wie der Name schon sagt, Autonomic Conditioning oder Reconditioning, es geht darum, dass so dieser Wechsel von einer Übung machen, wo eher den Sympathikus aktiviert und nachher gleich folgend eine Entspannungsübung machen, dass dieser Wechsel von Sympathikus und Parasympathikus wieder schneller und besser funktionieren kann. Und am Anfang, so in dieser Phase 1, das sind ganz einfach, also für uns ganz einfache Übungen, zum Beispiel in Rückenlage, wo es darum geht, ein Bein anzubeugen und auszustrecken für 30 Sekunden. Der Patient darf selber entscheiden, wie schnell er die Übung machen möchte und wie viele Wiederholungen er machen möchte. Nach diesen 30 Sekunden kommen maximal 5 Minuten Pause, wo es wirklich darum geht, sich wieder das System wieder down zu regulieren. Meistens empfehlen sie, dass
Personen 4-6-Atmung machen sollen und dann kommt die nächste Übung. Also und so versucht man wirklich von ganz tief unten langsam wieder ein bisschen mit Aktivität aufzubauen. Und es gibt auch in Deutschland einen Physiotherapeut, dieser Friedrich Gerber, der das anwendet. Und sie sagen, oder das ist auch, glaube ich, unsere Erfahrung, oder es kann funktionieren bei gewissen Leuten, nicht bei allen. Man muss es aber einfach wirklich ganz, also man kann es nicht genug langsam und genug sorgfältig machen und immer halt in Absprache mit den, ja, mit den Betroffenen selber. Beim POTS geht es eigentlich mehr so um, also was wir als Physiotherapeuten bieten können, nebst der medikamentösen Therapie, geht es vor allem darum, Verhaltenstherapien eigentlich oder Maßnahmen zu machen. Also es geht darum, trinkt man genug, hat man genug Salzzufuhr, Hitze vermeiden, Kompressionskleidung tragen. Manchmal isometrische Übungen können etwas nützlich sein. Möglichst wenig Kaffee, kein Alkohol. Das sind so solche einfach Verhaltensmaßnahmen, die unterstützend sein können. Aber eben, wenn Sie diese Studien lesen, dann haben Sie wirklich einen guten Überblick so über die aktuellen Maßnahmen. So, dann kommen wir zum vierten Punkt in unserer Agenda, der belastungsabhängigen Symptomverschlechterung. Bevor wir über die belastungsabhängige Symptomverschlechterung sprechen, beleuchten wir ganz kurz die Fatigue. Fatigue ist ein Symptom. Es beschreibt eine zur vorausgegangenen Anstrengung unverhältnismäßige und durch Schlaf nicht zu beseitigende Erschöpfung auf geistiger, körperlicher und seelischer Ebene. Im physiotherapeutischen Alltag begegnen wir drei verschiedenen Formen der Fatigue häufig. Die chronische Fatigue ist häufig mit internistischen oder neurologischen Erkrankungen assoziiert. Beispielsweise Tumorerkrankungen, Fibromyalgie oder MS. Die postvirale Fatigue tritt nach viralen Erkrankungen auf. Bei der postviralen Fatigue treten häufig noch weitere Symptome wie Muskelschmerzen, Konzentrationsstörungen oder Belastungsintoleranz auf. Bei Long-Covid begegnen wir häufig der Fatigue des chronischen Fatigue-Syndroms mit dem Kennmerkmal der belastungsabhängigen Symptomverschlechterung, worauf wir nun vertieft eingehen. Das National Institute of Healthcare Excellence hält fest, dass eine Symptomverschlechterung nach minimaler, kognitiver, physischer, emotionaler oder sozialer Belastung auftreten kann. In der Literatur findet man auch Quellen, welche zusätzliche Modalitäten nennen, wie beispielsweise nach sensorischen Reizen. Beschwerden können nach einer Aktivität direkt auftreten, typischerweise treten sie jedoch mit einer Latenz von 12 bis 48 Stunden auf. Die Beschwerden können mehrere Stunden, Tage oder Wochen anhalten. Das Vorliegen einer belastungsabhängigen Symptomverschlechterung ist für den Behandlungsverlauf entscheidend. Strussmann und Kollegen haben Symptome einer belastungsabhängigen Symptomverschlechterung von 43 MICFS-Betroffenen bildlich zusammengefasst. Die Symptome sind auch hier sehr vielfältig. Auf der Folie sehen wir Erschöpfung, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Konzentrationsschwierigkeiten und vieles mehr. Davenport berichtet in einem Artikel ebenfalls von 2022, dass die Symptome aufgrund der Art, Frequenz und Dauer der Überbelastung in Bezug auf Qualität, Intensität und Dauer variieren können. Die Deutsche Gesellschaft für MI, CFS und Long-Covid erwähnt zudem, dass auch neue Symptome ausgelöst werden können. In der Übersichtsarbeit von Davies und Kollegen von 2021, bei der mehr als 3.500 Long-Covid-Betroffenen eingeschlossen wurden, berichten 86% über eine belastungsabhängige Symptomverschlechterung.
Die Studie zeigt, dass die belastungsabhängige Symptomverschlechterung auch hier die typischen Merkmale aufweist. Direkt nach der Belastung oder mit einer Verzögerung eintreten und Stunden bis Tage bis hin zu Wochen andauert. Die häufigsten Trigger sind physische Aktivität, Training, Stress und geistige Belastung. Teilweise können betroffene Trigger erkennen und ein Muster herleiten. Bei einer Vielzahl von Betroffenen bereitet jedoch das Erkennen eines Musters Mühe. O'Brien und Kollegen 2023 vermuten, dass die belastungsabhängige Symptomverschlechterung ein Grund für den episodischen Verlauf von Long-Covid ist. Unter dem Begriff der Episodic Nature of Disability charakterisieren sie den Verlauf von Long-Covid als episodisch, mehrdimensional und teilweise unvorhersehbar. Episodisch bedeutet, dass die Beschwerden über Monate, Wochen, Tage oder Stunden fluktuierend oder stabil sein können. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Mehrdimensional reflektiert, dass die Beschwerden verschiedene Qualitäten wie Schmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Fatigue oder Dyspnoe beinhalten. Der Charakter wird manchmal als unvorhersehbar beschrieben. Hier sieht man das Diagramm von einem Studienteilnehmer. Das geht insgesamt über 2 Jahre. Und man sieht auch, es gibt verschiedene Kurven mit verschiedenen Farben und die Farben, die weisen darauf hin, welche Qualität beschrieben wird. Hier gibt es physische, geistige, andere Symptome und quasi noch eine Summe davon. Man sieht, dass sich die Symptome nicht ganz kongruent miteinander verhalten. Man sieht aber auch, dass am Anfang größere Up- und Downs gibt und sich das, der Verlauf mit der Zeit verbessert und stabiler wird. Im Symptomcluster mit belastungsabhängigen Symptomverschlechterungen und Fatigue wird Aktivitäts- und Energiemanagement empfohlen. Dieses Aktivitäts- und Energiemanagement ist unter dem englischen Begriff Pacing bekannt und von zentraler Bedeutung. Zum Thema Pacing kommen wir gleich. Beleuchten wir kurz noch die weiteren Empfehlungen der WHO. Hier geht es um Stärkung der Ressourcen zur Verbesserung der Qualität von Schlaf, Atmung und Erholung. Hilfsmittelabklärung bei Personen mit moderaten oder schweren Symptomverschlechterungen, Identifikation von Triggern und Erarbeitung von Strategien, um auf Symptomverschlechterungen reagieren zu können. Bei der Identifikation von Triggern kann es hilfreich sein, Aktivitäten zu kennen, welche bei anderen Betroffenen zu einer belastungsabhängigen Symptomverschlechterung geführt haben. Sehen wir hier an der obersten Tabelle. Teilweise können die Aktivitäten in die Kategorien körperlich, geistig und emotional-sozial eingeteilt werden. Einige Aktivitäten wie Arzttermine hier können nicht gut zugeordnet werden. Das Erkennen von Belastungsgrenzen kann ein nächster Schritt sein, um belastungsabhängige Symptomverschlechterungen zu vermeiden oder abzufedern. Hier geht es darum, auf die Signale des Körpers zu achten, welche auf eine beginnende Überbelastung hinweisen. Das kann sein mehr Atemnot, mehr Hirnnebel, ein gesteigtes Krankheitsgefühl, Halsschmerzen und noch viele mehr. In einem weiteren Schritt kann man Strategien erarbeiten, um die aktuellen Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten. Es ist wertvoll, Strategien im Voraus zu formulieren. Hilfreich ist das Entwickeln eines persönlichen Notfallsets an Strategien. Mögliche Strategien, welche hilfreich sein könnten, wären zum Beispiel vorausschauendes Priorisieren, Planen, Einplanen von Pausen, Delegieren und Kommunizieren mit anderen und noch viel mehr.
kommen wir zum letzten Punkt, dem Pacing. Pacing, das kommt aus dem Englischen und das heißt, sich selbst das richtige Tempo vorgeben. In der Physiotherapie unterschieden wir zwei Arten von Pacing. Wir haben das Symptom-Kontingent-Pacing oder Pacing oder Symptom-Titrated Physical Activity und gegenüber haben das Quota-Kontingent-Pacing, Graded Exercise Therapy und Graded Exposure. Ganz oft wird Pacing mit Graded Exercise Therapy gleichgesetzt. Das ist falsch und es ist wichtig, die Unterschiede hier zu kennen. Graded Exercise ist beim Symptomcluster mit belastungsabhängigen Symptomverschlechterung und Fatigue kontraindiziert. Bleiben wir somit auf der linken Hälfte beim Symptom Contingent Pacing. Wichtig ist, Pacing ist keine Vermeidungsstrategie. Es ist ein schonendes und vorausschauendes Aktivitäts- und Energiemanagement. Durch den sorgfältigen Umgang mit den eigenen Energiereserven auf körperlicher, kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene soll das Auftreten einer belastungsabhängigen Symptomverschlechterung so gut es geht vermieden werden, da solche Crash den Allgemeinzustand und die Lebensqualität der Betroffenen dauerhaft verschlechtern können. Entwickelt wurde das heutige Pacing von MI-CFS-Forschenden und Erkrankten in den 80er Jahren. Wichtig ist, Pacing, das ist erlernbar und es gibt Hilfsmittel. Man kann es erlernen mit Aktivitäts- und Symptomtagebüchern. Und es gibt auch Hilfsmittel, die das Pacing unterstützen können. Das kann zum Beispiel sein Messung von Herzfrequenz, Schrittzahl, Herzfrequenzvariabilität und Schlafindikatoren. Das ist mein Lieblingsarbeitsmittel für Pacing. Das ist eigentlich ein Tagebuch von World Physiotherapy. Es ist super, weil beim Ausfüllen es braucht nicht viel Ressourcen. Und es ist ganz toll, weil man kann mit Farben arbeiten. Das ist auch ganz toll, um den Leuten auch eigentlich auch mal so Retrospektiv vorzuzeigen oder anzuschauen, zu analysieren mit ihnen, okay, wie denn so ein bisschen die Tagesstruktur ist, mit Schlafen und aktiv sein. Genau, aber auch einfach mal zu sehen, was ist so ein bisschen der Gesamteindruck. Das ist farbkodiert, man kann hier Rot nehmen für sehr strengende Aktivitäten, Orange für moderate. Man kann nehmen Blau für Schlaf und man kann eine Farbe nehmen für Erholung. Man kann ein X verwenden zum Andeuten, okay, hier hat es eine belastungsabhängige Symptomverschlechterung gegeben. Das kann man machen. Das muss man nicht jeden Tag machen. Das kann man wirklich so in der Hälfte von der Woche mal Kassensturz machen und schauen, wie die letzte Woche war. Man kann dann auf der Rückseite auch notieren, okay, was war denn genau diese sehr anstrengende Aktivität oder was die Energie, die Aktivität war, die moderat Energie gekostet hat. Ganz wichtig bei uns ist aber auch aufzuschreiben, was die Ressourcen sind. Ja? Weil dann kann man auch arbeiten, dass man ein bisschen die ressourcenbringenden oder energiebringenden oder erhalteten Maßnahmen wie einflecht und fördert. Genau. Das ist ein Aktivitätstagebuch, das ich sehr gern benutze. Es gibt aber auch noch jetzt ein neues von den Empfehlungen für Ärzte in der Grundversorgung von der Schweiz. Das kann man auch benutzen. Es ist so ein bisschen noch ein bisschen Geschmackssache, welches Tagebuch man verwenden möchte. Gut. So, jetzt sind wir am Ende. Vielen Dank für das Interesse an der Physiotherapie bei Long Covid. Für Interesse an der Thematik findet ihr weitere Fachvorträge von uns zum Thema auf unserem YouTube-Kanal.